Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Tomb Raider Legend. Wir sind jetzt in England, oder? Das müsste England sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke schon. What the fuck? Das gefällt mir gar nicht. Warum ist hier Englisch? Untertitel aus an, aus an. Oh, ich mach mal für euch an. Man weiß ja nie. So. Ich habe meinen PC zurückstellen müssen, weil irgendwie irgendwas war da, dass ich kein Internet mehr habe. Oh, hier Excalibur! Ich ziehe das Schwert da raus und mache alle damit fertig. Wie wär's? So. Ich denke mal, hier muss ich irgendwo klettern. Wie immer eigentlich. Oder fällt mir gerade ein, da ich es halt neu installieren musste, das Spiel, ist das Spiel natürlich auch lauter. So reduziere ich den Sound wieder auf. Alter. Oh, Steuerknüppel ist scheiße. Na nee, lass mal so. Und FSX. Die Sprache, die machen wir so auf 50. Optimal. Also ich teste dann hinterher, ob es auch überhaupt optimal ist. So, oh, das ist schlimm. So. Ah, ich sehe schon was. Muss ich da irgendwie rauf oder so? Hier steht Exit. Kannst du bedienen? Nö. Also irgendwas hat es mit dem Leuchten auf sich. Ist ja klar. Ah. Komm her, du. Du stehst da nicht umsonst, mein Freund. So. Was los? Ah. Muss ich doch bestimmt rein. So war das, genau. Ja, ich muss die Steuerung wieder mal kurz. Es ist seit dem Tod des Besitzers meines gewissen Professor Worth verlassen, wenn ich daran denke, dass der mal Studenten hatte. Okay, jetzt bin ich hier draußen. Mal sehen. Da gibt's ein Rohr. Ja. Lara, halt dich fest. Lara festhalten. Lass mich nicht im Stich. Ja, ich muss da hoch. So. Schaffst du doch, Lara. Bisschen schneller. Dann an der Stange runter. Das geht doch. Ich weiß nicht, was andere haben. Also auf mich hört sie. So, Strom hätten wir. Ich? Nein. Hey, warte. Jetzt kannst du doch zurückgehen und Excalibur ausziehen. Das ist nicht Excalibur. Das Schwert im Stein und Excalibur waren zwei verschiedene Schwerter. Artus bekam Excalibur, nachdem das Schwert aus dem Stein im Kampf gegen Pelinor zerbrach. Ach, wieso begreift das denn niemand? Einfach, weil es niemanden interessiert. Jungs. Sorry. Alter. Das ist mal ernsthaft. Das Ding röstet mich da und kann ich so? Nein, kann ich nicht, 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 kann ich nicht. What the fuck? Oh. Jetzt kann ich die Tür betreten. Ich habe nur einen Schlag abbekommen. Könnte. Das ist ja...
es sein, dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Yay, Vergnügungspark! Push the button! Na, ihr könnt es ja da unten weiterlesen, was der sagt. Euer Ernst jetzt? Nein! Lara! Ruf! Ah, machen wir ein bisschen Training hier. So. Du kannst es doch. Ja, natürlich kannst du. Und hepp. Was? Ich habe nur begrenzte Zeit, was soll das? Na? Na? Na was zum? Zugbrücke runterlassen. WTF? Warum hast du losgelassen, Lara? Warum tust du mir das an? Warum? So viel zum Thema, sie hört auf mich. Ey, was? Das Ding ist einfach wieder hochgegangen. Ja, wollt ihr mich komplett verarschen? Mach ich das so? Ach, wie süß. Merlin brachte Artus zum magischen See, auf dem die Herren des Sees lebte. Aus ihrer Hand empfing Artus Excalibur, das Schwert, das nicht zerbrochen werden konnte. Ja, hier. Ah, nee. Ist Excalibur nicht das Schwert im Stein gewesen? Es waren zwei Schwerter, verdammt nochmal. Hey, Sip. Das war... Nein! Ich hab vergessen, ohne Waffen, also mit den Waffen macht sie. Nein! Nein! Kann es sein, dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Matrix! So, nochmal. Nein, Lara! Dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Was soll das? Ah, ich krieg die Gräser! Lara! Mach was! Ich steh nicht nur so blöd rum. Und was ist, wenn ich zurückspringe? Ah, so war der Trick eigentlich. So, und jetzt, Waffen wieder weg. Way. Hoch. Darüber. Wunderbar. Und was passiert hier? Kämpfen die? Los! Hack ihn den Kopf ab! Sehr interessante Story. Ah, nee. Da hoch? Nee. Wurde im Kampf tödlich verwundet. Und der Himmel verdunkelte sich. Ach was. Heutzutage sagt man Abend dazu. Nimm's nicht so wörtlich, Alistair. Die ganze Archäologie ist... Das nur für ein Secret gewesen? Tatsache.
gehe ich wieder zurück. Aber... Ah, das Schwert. Komm. Ja. Brav. So. Loslasse. Ah, schnell, schnell, schnell. Nein, nicht der Gabelstapler, nein. Könnte verschiedene Ursprünge haben. Irgendwie habe ich da schlechte Erinnerungen. Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. So, wozu soll ich den nochmal benutzen? Streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungen. Lass mich durch. Ich sage, ihr sollt mich durchlassen. Boah, ich kann das Ding überhaupt nicht steuern. Yay! Jetzt kann ich hier runter. Warum soll ich das Ding überhaupt mitnehmen? Ich verstehe es. Das ist definitiv nicht Arthurs Grab. Das wissen wir schon. Wie kommst du darauf? Ich habe in meinem Leben genug Gräber gesehen, um ein Kenotaph zu erkennen. Ein was? Na also, schon besser. Cool. Sei vorsichtig und mach bitte nichts wie... Vorsicht ist mein zweiter Vorname. So übrigens, dass du jetzt auch glaubst, hier könnte was sein. Zu viel zum Thema Vorsicht. Alter. Ich stecke fest. Ich will mal kurz aussteigen, um was zu überprüfen. Lara, wie zum Geier... Also, okay. Ist hier irgendwas drin? Nein? Nichts? Okay, fahren wir weiter. Wenn wir überhaupt noch fahren müssen. Ich weiß nicht, ob es hier noch weitergeht. Ach ja, ohne das Ding haben wir hier Arschkarte. Ja. Hm. First try. Und ich habe sofort gewusst, wie man das benutzt. So, hier, zack. Und reißt die Mauer ein, Miss Croft. Och nein. Dein Ernst? Alles klar bei dir? Ich wollte es lieber langsam angehen lassen. Ach du Scheiße. Was hättest du dem Gabelstapler sagen sollen? Ah, so kommt man auch runter, nur nicht in einem Stück. Das hat weh getan. Ich hätte den hier machen sollen. Und dann... Oh, scheiße, 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 scheiße. Warum muss alles kaputt gehen? Ah! Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Nein, was machst du da? Okay. Miss Croft hat sich konzentriert. Kann die nicht unten nochmal abfedern? Alter. So eine Staseblase unten machen und dann reinlanden. So wie bei Final Fantasy 13 zum Beispiel. Nein. Ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Sei vorsichtig, Lara. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Okay. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Warum auch nicht? Springen wir in den Tod zum vierten Mal. War doch vierte Mal, oder? Ich habe aufgehört zu zählen, weil... ja. Da, und jetzt runter hier. Uah. Sei vorsichtig, Lara.
Ich bin immer vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig, wenn sie mal weiter springen würde als gerade. Das ist doch... Nee. Ich kenne diese Passage schon fast auswendig. So, dass ich fast schon unvorsichtig werde. Warum? Warum? Ach, warum mache ich... Ich will schnell machen und sterbe dadurch nur. So. Laufe einfach so weit, bis das Ding abbricht. Oh. Sei vorsichtig, Lara. Bitte alles. Warum springt die nur so kurz? Das ist so unlogisch. Die macht einen kurzen Satz. Die Miss Croft ist nicht wohl zu fein dafür, mir zu gehorchen. Sei vorsichtig, Lara. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, beruhige dich, Alistair. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Oh. Kann man dadurch nie. Wow. Nur. Lara, Lara, Lara! Mach! Würdest du dich auch dahin begeben, wo ich hin will? Okay, so noch ein bisschen Schwung. Wuhu! Mama, 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 Mama! Ich bin unten und ich lebe noch! Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt reden dürft. Okay, raus hier. Das Zeug hier sieht irgendwie nicht gesund aus. Ich glaube, wir sollten nicht ins Wasser. Oder... Nee, das sieht aus wie Schwefelsäure oder so. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ach, es brennt! Ich sage es wie Säure. Ach nö, komm. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Ich werde auf jeden Fall brennen. Und sterben. So viel zum Thema dazu. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Ich war doch schon auf dem Weg. Mann. Nein. Nein. Hoch. Spring. Nicht ins Feuer. Boah. Reicht dir das als Antwort? Wow. Ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Es gibt's nicht! Wie. Was? Welchen. Warum stirbt man dann sofort? Okay. Das war auch nicht so gut, der Sprung. Alter, ich hasse diese. Ich hasse diese Stelle jetzt schon. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Ich war doch schon drauf, Mann. Das Feuer berührt mich nur kurz und ich bin schon
bin schon gebratene Lara. Echt, das Spiel zermatscht sie. Das Spiel, das stellt so viel mit Lara an die Arme. Kann man sich hier nicht irgendwo festhalten oder so? Ich hab's, oh, ganz knapp geschafft. Brauche ich dich? Brauche ich dich wirklich? Dieser Sprung wird kein leichter sein. Vielleicht komme ich ja oben drüber. Ich brauche das Ding doch nochmal. Komm her, mein Freund. Oh, diese Steuerung. Oh. Das ist eine Qual, glaubt mir. Ja, wenn's weiter nichts ist. Jetzt wird's auch noch gehackstückelt. Mach mal. Sieht aus wie mein Müllhäcksler. Das Ding aus. Ich hoffe, genau. Du sollst nicht durchspringen. Die muss man irgendwie abstellen können. Das hoffe ich allerdings auch. Schon mal so stumm seid, dann gucke ich mich hier natürlich auch um. So. Es könnte riskant sein, was ich da gerade vorhatte. Okay, das bewegt sich erstmal nicht. Jetzt will ich mich erstmal hier umgucken. Ah, wusste ich's doch. Secret. Ja, man muss wirklich mal alle Stellen ein bisschen abgrasen. Ah! Oh, schön. Ja, so gefällt's mir. So gefällt es mir. I need it. Kann ich da... Da oben ist doch auch noch was. Oder nicht? Irre ich mich? Wenn ich da runterspringe, war das die dümmste Aktion, die ich je gemacht habe. Was ist das? Ne? Eins. Ah, die muss ich sogar schieben. Kann ich die nicht noch weiter? Oder muss ich die rausschieben? Ich kann ja gar nichts mehr damit machen. Okay. Dann hat sich das Ganze erledigt. Da oben ist aber auch noch was. Ich bin ja nicht dumm. Sehe ich. So. Was ist da unten? Da sind diese Dinger. Und die zwei.
Muss das so sein? Ich hoffe es. Ah, ich liebe dieses Scheiß-Level. Jetzt, what the fuck? Keep cool, man. Keep fucking cool. Oh, da ist Feuer. Da ist wieder sowas und... Oh, komm raus da. So weit kannst du niemals springen. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. Scheiße. Was mein jetzt? Zurück? Wenn er sagt, das könnte nicht, so weit kann ich niemals springen, dann versuche ich es erst gar nicht. Ich weiß auch gerade, um ehrlich zu sein, nicht weiter. Ich weiß auch jetzt nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Und so langsam werde ich doch ein bisschen müde. Aber für den morgigen Part, also heute, der Samstag, müsste es reichen. Denn ich denke mal, ja, okay. Wird auf jeden Fall frisch gerendert und hochgeladen, also es ist komplett frisch. Na dann bedanke ich mich mal, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Part, da gibt es bestimmt ein bisschen mehr zu sehen. Ich werde mal gucken, wie ich das Rätsel löse. Mal gucken, vielleicht habe ich dann jemanden bei mir, vielleicht auch nicht. Ich versuche mal zu überreden. Auf jeden Fall, wir werden einen Weg finden rein. Ich bin aber leider etwas müde, leg mich jetzt gleich ins Bett. Deswegen wünsche ich allen einen schönen Tag noch oder gute Nacht oder je nachdem, um wie viel Uhr ihr das Video anschaut oder herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnachten, alles Mögliche, je nachdem, wann ihr es schaut, auf eurem Geburtstag oder Weihnachten oder sonst was. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zweneter.